stoßen uns hier nicht in einer Tour den Kopf dran. So, machen wir das mal so erstmal alles weg. Bis da vorne, wo es hochgeht, dann machen wir erstmal ein bisschen breiter. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt groß erzählen soll. Habt ihr Fragen an mich? Was möchtet ihr denn über mich und meine Person wissen? Über vielleicht über das Hobby des Let's Plays? Stellt Fragen im bei YouTube in den Kommentaren oder bei Facebook und ich werde die dann mal beantworten. Das ist auch mal ganz nettes. Dann frag nicht ich euch immer irgendwelche Sachen, dann könnt ihr mich auch mal was fragen. Ist ja auch mal ganz schick. So, es ist auch ein grafisches Upgrade meiner Facebook-Seite in Arbeit von einem anderen guten Bekannten, der wollte da immer mal so zeichentechnisch mir so ein Logo bauen und so, aber das ist irgendwie wohl halbwegs im Sande verlaufen, keine Ahnung. Er kommt hier jedenfalls, es passiert jedenfalls nicht viel, nicht wahr, Exi? Ja, ja. Der Gute. So. Oh, wir haben nichts mehr zu futtern im Magen. Apropos nichts mehr zum Futtern im Magen. Ich glaube, ich muss gleich echt mal eine Pause einlegen, um dann mal kurz das, mir was zu essen zu machen. Es wird allmählich echt Zeit. Das sieht doch echt schick aus mit unserem Unterwassertunnel hier. Also mir gefällt das wahnsinnig gut. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber mir gefällt's. Hier werde ich jedes Mal das Gefühl haben, dass ich mir den Kopf stoße, wenn ich hier runter eier nachher. So, hier können wir erstmal ordentlich Sand reinpacken. Das werden wir später vielleicht noch austauschen gegen Cobblestone oder gegen was anderes in der Richtung. Alter, geht er weg da vorne. Ja, du bist gemeint hier, Elender. So, jetzt müssten wir hier eigentlich... So, ich denke, wir werden jetzt hier noch wieder ein Stück tiefer gehen. Oh, da haben wir wieder keine Luft. Oh, ich brauche die Verzauberung, Wasseraffinität oder wie das hieß. So. Gehen wir lieber noch einen weiter raus. Und erstmal wieder ein Schild setzen, damit wir hier nicht ersaufen. So, und weiter geht's mit dem Sand. Sekunde, lass mich gucken, wie weit wir raus müssen. Wir müssen noch sehr viel weiter. So, und wieder ein Schild. Und einmal Luft schnappen. So, Luft geschnappt. So, hier müssten wir jetzt wieder einen tiefer. Sekunde, dann muss ich mal einmal ein bisschen was freiräumen hier. Das geht von hier aus besser. Den möchte ich weghaben bis hier und dann werden wir uns jetzt hier weiter rüber arbeiten. Dann passt das eigentlich ganz gut. So, aber huh, Luft. Luft für mich. So, hier geht das Ding jetzt wieder ein tiefer. Das soll heißen, dass das hier sein wird. So, da müssen wir aber noch ein bisschen höher gehen. Hier so und dann geht er jetzt ja, noch ein. Dann gehen wir jetzt mal hier hoch. Da war ja was. Luft. So, dann gehen wir jetzt hier, gehen wir jetzt bei und nehmen das geradeaus weiter. So, da haben wir jetzt keinen Sand mehr, das ist schade. So, dann wollen wir mal gucken, wie weit wir jetzt hier kommen mit unseren Schildern. Die werden wir jetzt als nächstes wieder setzen müssen. Ja, ja, alles nicht so einfach. So, den und den und den und den. Dann können wir eigentlich erst die eine Seite fertig machen und dann nehmen wir die Schilder ab und dann machen wir die zweite Seite. Da setzen wir auch noch einen hin. Oder wir machen uns einfach mal einen Arsch voll Schilder mehr und dann passt das auch. Passt das. So, da müssen wir einen haben und da müssen wir einen haben und da müssen wir auch einen haben. Ich weiß, es ist alles ziemlich dunkel für euch, aber es geht nun mal leider nicht anders. Ich habe ja extra schon die Kürbisse gesetzt hier, damit ihr ein bisschen was seht. Ich sehe genug, aber bei euch ist das vielleicht ein bisschen duster, weil YouTube ist manchmal der Meinung so, nö, ich drehe das noch ein bisschen dunkler, das spart Speicherplatz, weil schwarze Stellen brauche ich nicht speichern. Die haben da so einen merkwürdigen Codec.
Der speichert nur Farben und alles, was irgendwie unter einer bestimmten Helligkeit ist, die wird schwarz gemacht und ja, das ist, wo er nichts, irgendwie nichts hat, dann braucht er nichts speichern oder was weiß ich, was er da, wie die das machen. Die haben ja doch ein bisschen mehr mit Speicherplatz zu kämpfen als ich wahrscheinlich noch. So geringfügig mehr Videos haben sie denn ja doch. So, dann haben wir hier die nächsten und jetzt haben wir keine Schilder mehr, verdammt. Ja, und dann würde ich sagen, ich mache jetzt eine Pause, werde mir jetzt erstmal was zu schnabulieren besorgen und dann geht's hier nachher gleich weiter. Also bis gleich, tschüss. Ja, hallo Leute, und da bin ich auch schon wieder. So, ist es jetzt etwas länger her, das sind jetzt schon wieder ein paar Tage. Eigentlich wollte ich nur kurz was zu essen holen letztes Mal, aber hat sich dann alles noch ein bisschen hingezogen. Für heute möchte ich eigentlich an dem Leuchtturm weiterarbeiten, damit wir diese Bauruine da endlich mal weitermachen. Deswegen wollen wir erstmal raus aus dem Tunnel. Das wird ja einige auch mal freuen, dass wir mal wieder was anderes sehen hier als immer diesen alten Glastunnel hier. Oder auch den Steintunnel oder irgendwelche anderen wilden Tunnel. Jedenfalls da wollen wir heute weitermachen. Dafür werden wir jetzt ein wenig Wolle besorgen müssen. Und dann wollen wir mal gucken, wie wir das da am besten hinbekommen. Muss ich erstmal wieder gucken, wo das jetzt überhaupt hinten reingeht. Da hin, da geht's rein. Da muss er hin. Ja, Gleise verlegen wollte ich auch schon lange hier alles. Ah, das machen wir dann vielleicht das nächste Mal. Gucken wir einfach mal, was jetzt hier so noch passiert. Zack, hüpf. So, haben wir hier Glas genug drin? Ja, dann nehmen wir auch nochmal einen Stack mit. Da habe ich nämlich ein bisschen was vor mit bei dem Dingenskirchen da nach hinten. Nachher. So, jetzt muss ich aber eigentlich erstmal die Schafe massakrieren, beziehungsweise erstmal eigentlich nur scheren. Eine Schere müsste ich eigentlich noch draußen haben. Ich nehme vorsichtshalber aber noch eine mit, falls die kaputt gehen sollte unterwegs. Ja, halt. So, und dann machen wir uns erstmal eine Schere. Zack, da ist die Tür zu. Oh, mit dem Feed the Beast, wenn wir da endlich mit loslegen beim Technik-Minecraft. Oh, da habe ich mir jetzt ein Kraftwerk geplant, was, was zwei verschiedene Energieformen rausgibt und so weiter und so fort. Das ist für den einen oder anderen vielleicht auch mal ganz interessant. Etwas ruckelt das hier noch, aber damit kann ich jetzt gerade leben. Hier ist nichts Dolles gerade. Da hat das rote Schaf sich schon wieder angezogen. Zack. Zack und zack. Na, komm her hier. Zack will ich machen. Genau so. Zack und zack. Und den auch noch. So, jetzt haben wir erstmal wieder 6 zu 15. War hier draußen nicht auch noch irgendwo was drin? Kommen wir mal einmal rein. Ne, da haben wir nichts mehr. Da ist noch die andere Schere noch drin. Drinne hatten wir, meine ich, auch noch Wolle. Müssen wir öfters hier mal hin und die Viecher erstmal ein bisschen denen auf den Keks gehen. Huch. Die Tür nicht zu. Ja, genau. So, hier hatten wir doch irgendwo Wolle noch drin. Da haben wir weiße Wolle. Rote Wolle nehme ich mit. Und die hier können wir eigentlich noch umfärben. Das machen wir mal so. Dafür brauche ich Knochenmehl. Glaube ich zumindest. Da haben wir noch welches. So, das geht, beziehungsweise müsste... Nein, geht so nicht. Ging denn das jetzt noch? Ja, da müsste ich jetzt nachgucken, wie ich jetzt die weiße Wolle wieder hinbekomme. Ging das nicht mit Knochenmehl? Ich war immer der Meinung, das ginge mit Knochenmehl. So, dann möchte ich auch nochmal die Viecher füttern zwischendurch. Wir haben doch bestimmt hier noch irgendwo ein bisschen Weizen rumfliegen. Da haben wir doch noch was. Sehr schön, dann machen wir heute erstmal die große Tieraktion hier. Bevor wir dann zur großen Bauaktion im Leuchtturm gehen. Erstmal müssen wir Wolle haben. Und Viecher. So, jetzt wollen wir mal gezielt die Viecher paaren. So, du und du. So, dann du und wo ist das andere Rote? Er hier. So, die machen jetzt ein kleines rotes Schaf. Da ist das kleine rote Schaf. Und dann möchte ich dich mit dir. Ne, das war jetzt so eher nicht geplant. Da kommt jetzt rosa Wolle raus mit etwas Pech. Oder auch gar nichts. Ja, ja, gebt mir doch mal alle. Was macht das Schwein hier drin? Da ist ein rosa Schaf. Wir haben ein pinkes Schaf gezüchtet. Das wollte ich doch gar nicht.
Kannst du schon? Nee, du kannst nicht. Kannst du? Du kannst. Und zwar kannst du mit... keinem. Das ist aber schade. Nee? Mäh. Machen wir auch mal wieder Schnipp-Schnipp hier. Jetzt haben wir ein pinkes Schaf. Das ist ja... allerliebst. Also so kriegt man pinke Schafe. Einfach mal rot und weiß. Ach, die kann ich noch gar nicht scheren. Das sieht aus wie ein Schwein. Ich dachte eben erst, hier rennt ein Schwein durch die Gegend. Dann haben wir noch einen. Habe ich überhaupt die Monster an? Optionen, Schwierigkeitsgrad einfach, alles klar, sind an. Man soll mir nicht nachsagen, dass ich hier irgendwie völlig... Das ist eine Kuh, das ist kein Schaf. Die Kühe können wir auch nochmal fix vermehren hier, solange noch nichts ankommt an irgendwelchen Viechern. Du und du. Und du. Und jetzt hängt hier alles. Und du. Und du nochmal mit, ja, jetzt haben wir eine Forever Alone Kuh hier. Egal. Erstmal wieder raus. So, haben wir die Viecher vermehrt. 36 zu 16. Theoretisch müsste ich jetzt noch wieder ein paar rote Schafe wieder einfärben, dass sie wieder weiß werden. Und ich brauche vor allem auch mal wieder einen Schwung Weizen. Da war ja kaum noch was drin eben. Das können wir auch noch mal eben ernten gehen. Wenn wir schon mal gerade wieder hier sind. So, das muss mal eben raus. So, da haben wir jetzt Saat. Und dann können wir jetzt hier wunderschön erstmal den Weizen ernten. Zack, zack, zack. Das waren Kartoffeln hier, meine ich, oder? Die sehen auch schon ziemlich gut aus. So, haben wir das. Jetzt wollen wir erstmal wieder den Weizen wieder ausbringen hier. Zack. So. Zumindest hier gibt es genug zu tun. Heute auf der Baustelle war nicht allzu viel. Die kommen bei den Wänden nicht hinterher. Ja, was soll man da machen? Die haben die ganzen Wände alle umgeplant. Jetzt werden das Fertigwände. Die müssen erstmal geplant werden, vernünftig. Und dann müssen sie noch gebaut werden. Das ist ungefähr, ich glaube, nochmal 2,5 Wochen Lieferzeit oder irgendwie sowas war das. Das dauert alles. So, jetzt immer Melonen hier nochmal ein paar wegschnabulieren. So, haben wir das. Die sind aber ganz schön viele hier gewachsen schon wieder. Wir haben ja auch einen Garten angelegt. Das ist ja der helle Wahnsinn. Bin ja fast begeistert hier von uns. So, huch, das ging schneller. Erstmal die Kürbisse umnieten. Mit dem Creeper-Gesicht. So, dann haben wir das. Jetzt können wir hier nochmal Amok laufen, denke ich mal. Ja, hier so. Und hier kommen wir auch nochmal rüberfetzen. Ja, das war jetzt vielleicht etwas zu sehr gefetzt. Da müssen wir gleich wieder einpflanzen erstmal hier. Au, hau, hat er zu doll gefetzt. Na, da soll er hin. Der kann weg. Der kann weg. Immer genau geradeaus gucken. Augen geradeaus. So, und das sind, glaube ich, die Karotten hier gewesen. Die sehen noch nicht so fertig aus. Die sehen auch noch nicht fertig aus. Aber die brauchen wir noch einen Augenblick. So. Ach, das sind Kartoffeln hier. Die sind fertig zumindest. Das ist, die können wir auch gleich mal einpacken. Das ist doch alles sehr schick. So, und auch gleich wieder hinschmeißen, damit wir mal wieder ein bisschen was nachwachsen lassen können. So. Jetzt haben wir erstmal alles geerntet. Jetzt können wir das erstmal hier wieder über Bord schmeißen gehen. Dann haben wir auch mal wieder ein bisschen mehr hier drin. Hier war ja kaum noch was. So. Samen können weg. Weizen kann weg. Die Hühner möchte ich fast noch vermehren.